Okay, Action oder wie? Jo. Läuft schon, ne? Jo. Moin, ich bin hier mit Tim unterwegs, der hält gerade die Kamera. Und wir versuchen heute mal so ein bisschen Spots zu finden mit, ich nenne es mal Backsteinindustrie, für ein Fotoshooting. Was genau verrate ich euch noch, aber es hat mit Cosplay zu tun, das wird klasse. Jetzt sind wir bei der Gollanwerft, das ist im Grunde so eine Art altes Industriegebiet. Ich kann darüber nicht wirklich viel sagen, es ist einfach ein schönes Gebiet hier. Warte, so. Also wir haben jetzt hier so eine kleine Location gefunden, an der anscheinend Oldtimer durch die Gegend fahren und grundsätzlich immer stehen. Ja, Mann, das Ding klingt so alt. Ja, wieder mal typisch. Tim und ich haben uns direkt von schicken Autos ablenken lassen. Nochmal zum eigentlichen Thema des Videos. Ich habe demnächst einen Shoot mit einer Jinx-Cosplayerin. Wir wollen einige Szenen aus Arcane nachstellen. Das ist eine Serie, die ich wirklich jedem empfehlen kann, der sie noch nicht kennt. Für Shoots kann man natürlich bei der Gollanwerft auch anklopfen und fragen, ob man die Räumlichkeiten mieten kann. Das habe ich getan, aber für Privatpersonen geht mir das doch ein bisschen zu sehr in den Preis. Also ich glaube, wenn man hier so das Model platziert, und dann, keine Ahnung, mit dem ganzen Kram hier im Hintergrund schießt, das könnte schon ziemlich cool aussehen. Sieht auch noch stabil genug aus, um da irgendwie ein Model drauf zu schicken. Da und da finde ich ein bisschen ranzig. Oh ne, ich glaube nicht. So, das ist leider gesperrtes Gebiet, aber das wäre irgendwie auch ganz interessant. Was ihr aus dem Video hier gerne mitnehmen könnt, ist, dass man als Fotograf irgendwo den Auftrag hat, Locations zu kennen und auch zu gucken, wofür sich was eignet. Ich mache das regelmäßig für zum Beispiel Autoshoots, für Porträtshoots. Und man ist einfach grundsätzlich besser aufgestellt als Fotograf, wenn man auch mal ein bisschen Dynamik in seinem Portfolio hat. Nichtsdestotrotz, vielen Dank fürs Zugucken. Ich versuche mal wieder ein bisschen regelmäßiger Videos zu machen, aber ich habe im Moment einfach so viele andere Hobbys, die jetzt wieder so nach vorne pushen. Und das raubt halt sehr viel Zeit. Also, wie gesagt, bis zum nächsten Mal.